der Wasserwege sind, People. Sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Außer einen ganz bestimmten Boss, den wir später sehen werden. Und wir haben ein weiteres Herz gefunden. Thank you.
Zentrale Gebiet in Hyrule ist die Milanische Steppe. Und vor uns liegt jetzt ein weiter Weg bis zum Schloss. Das ist ein langer Fußmarsch. Aber meine Let's Play-Zeit neigt sich auch schon mehr dem Ende. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann Richtung Norden laufen zum Schloss. Um dort mit Prinzessin Zelda zu sprechen. Ja, und danach wird es auch schon weitergehen zum nächsten Dungeon und den zweiten Stein zu holen. So, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil von Zelda Ocarina of Time. Also, bis dann, Leute. Ciao.